So, ich möchte das Thema Sportwetten noch ein bisschen vertiefen und habe da einen kompetenten Gast mir für eingeladen, nämlich den Jan, auf YouTube besser bekannt als Quotenwilli. Genau. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich bin auf deinen Kanal gekommen, weil ich habe eine dubiose Anfrage bekommen per E-Mail. Ein Vermarkter, der hat gesagt, hier, wir haben hier einen Sponsor, der möchte euren YouTube-Kanal sponsern. Und der Sponsor heißt OneXBet. Ja. Und dachte ich, na, das schaue ich mir erstmal an. Was ist das für eine Firma? Was ist das? Ist es seriös? Und musste dann relativ schnell feststellen, dass es nicht unbedingt seriös ist, was die treiben. Und bin dann unter anderem auf einen Clip von dir gestoßen. Mhm. OneXBet, was ist das für eine Firma? Wie arbeiten die? Das ist ein russischer Sportwettenanbieter und der ist vor einigen Jahren nach Europa gekommen, also dass er viel Marketing in Europa gemacht hat und bietet sehr, sehr viele Wetten an, auch in den unterklassigen Ligen wie Regionalliga und Oberliga. Und ja, mir persönlich ist es so passiert, dass ich dort Geld eingezahlt habe, Wetten gespielt habe und dass ich nach einigen Wetten limitiert wurde. Limitiert heißt, dass ich nur noch 2-3 Euro einsetzen konnte beispielsweise. Mhm. Und das ist was viele Buchmacher so handhaben. Allerdings geht OneXBet so weit, dass sie sagen, okay, wir zahlen dir das Geld nicht mehr aus, weil du einfach zu erfolgreich bist. Mhm. Und das hat mich natürlich dann dazu gebracht, dass ich sage, okay, ich mache dieses Video über diese Firma und viele, viele andere Bekannte von mir haben die gleichen Erfahrungen gemacht, auch meine Kunden haben viele die gleichen Erfahrungen gemacht. Natürlich passiert das nicht jedem. Das will ich auch sagen, bei mir ist das auch, ich weiß nicht, 2 Jahre her ungefähr und inzwischen sind die, ich glaube, sogar Sponsor von Barcelona und Chelsea. Wie die das geschafft haben, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es auch heute noch vorkommt, dass sie ihr Geld nicht auszahlen und als zweiten Punkt, dass die Quoten im Nachhinein reduziert werden. Beispielsweise habe ich eine 1,8-Quote gespielt, habe ich eine Wette gespielt und im Nachhinein... 1,8-Quote heißt? Wenn ich zum Beispiel 100 Euro setze, bekomme ich 180 Euro zurück, wenn ich diese Wette gewinne. Gut. Und im Nachhinein, als ich diese Wette dann gewonnen hatte, haben sie die Quote auf 1,1 oder 1,2 reduziert. Das heißt, ich habe anstatt den 80 Euro nur 10 oder 20 Euro gewonnen. Und das ist was man einfach nicht akzeptieren kann, meiner Meinung nach. Und wenn man diese Limits bekommt, okay, das ist das eine. Aber Geld nicht auszahlen, Quoten reduzieren im Nachhinein, das ist dann schon für mich kompletter Betrug. Ja, und dass sie sich auch eben weigern, Geld auszubezahlen. Mhm. Ne? Die berufen sich dann auf irgendeinen Teil von den AGBs. Jetzt vor kurzem ist es sogar vorgekommen, da hat ein Kunde mir mitgeteilt, dass er sein Geld nicht bekommen hat. Da hat der Buchmacher gesagt, ja, wir zahlen dir das nicht aus, weil die Sportwetten sind nicht dafür da, Geld zu verdienen. Die sind für Entertainment-Zwecke da. Mhm. Und deswegen ist er der Meinung, das Geld nicht auszuzahlen. Ach so, das haben wir auch mal eine schöne Begründung. Ja, genau. Ja, wenn du sagst, die sitzen in Russland, heißt das ja auch, man hat ja keinerlei Handhabe wahrscheinlich rechtlich. Man kommt da nicht ran. Ne? Nee, das ist total schwierig. Ja. Also ich glaube, das ist aussichtslos. Mhm. Haben sicherlich auch schon mal Leute probiert, habe ich auch mal in diversen Foren gelesen, aber am Ende bringt das nicht viel. Ja, gibt wahrscheinlich noch einige schwarze Schafe mehr. Wir könnten jetzt eine lange Liste von Anbietern wahrscheinlich nennen. Was ist denn sozusagen die Regel für jemanden, der jetzt zum ersten Mal Sportwetten machen will? Worauf sollte der achten? Also gibt es ganz bestimmte Firmen, die man auf jeden Fall empfehlen kann, die seriös sind? Vielleicht auch darauf achten, dass sie vielleicht in Deutschland sitzen, weil man dann auch vielleicht eher das Gefühl hat, man hat, wenn man da sich ungerecht behandelt fühlt, auch eine rechtliche Handhabe? Oder? Also eine deutsche Lizenz ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Es gibt einige große Namen, wie zum Beispiel Bet365, William Hill, Tipico natürlich auch, den Tipico kennt man ja hier auf jeden Fall. Ja. Da ist es mir noch nie vorgekommen, da habe ich auch von meinen Kunden noch nie gehört, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Auch die limitieren, allerdings die zahlen das Geld problemlos aus. Und dann gibt es asiatische Buchmacher. Also die limitieren sozusagen, wenn du einmal mehr gewonnen hast. Genau, die merken, du bist ein Crack, bist du sehr erfolgreich, dann sagen die, pass mal auf, bitte nicht mehr so hohe. Genau, also das im Prinzip merken die das daran, dass wenn man Value-Wetten spielt, Value bedeutet, dass wir zum Beispiel, also wenn ich eine Wette analysiere und ich sage, okay, diese Wette sollte eine Quote von 1,8 zum Beispiel haben und der Buchmacher bietet mir zum Beispiel eine 2,5, dann hat das einen Wert für mich. Value übersetzt heißt Wert. Mhm. Und dann spiele ich diese Wette und das merkt der Buchmacher dann, weil im Verlauf der nächsten Stunden geht die Quote immer weiter runter, weil mehrere Leute bemerken, dass diese Quote Value hat. Mhm. Und dann merkt der Buchmacher, dass da auf jeden Fall Leute wetten, die ein bisschen was verstehen davon. Und das hat er halt nicht so gerne. Mhm.
Das heißt also, Sportwette ist nicht einfach nur Glücksspiel, sondern man kann tatsächlich auch mit gewissen Strategien und gewissem Vorwissen da erfolgreicher sein. Ja. Weil du lebst nämlich von Sportwetten. Das genau. finde ich hochinteressant, dass du genau. tatsächlich deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Ja. Ja, was muss man denn da mitbringen, um da so erfolgreich zu sein? Worauf muss man achten? Also ganz wichtig ist es meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum viele Leute nicht erfolgreich sind. Also man sagt, dass ca. 98% aller Leute, die wetten, langfristig Verlust machen und nur 2% gewinnen, mehr oder weniger. Ich glaube, genau feststellen kann man das gar nicht. Ich denke aber, dass viele Leute, sehr, sehr viele Leute Ahnung von zum Beispiel Fußball oder von Tennis haben, also wirklich totales Sportwissen haben. Das Problem ist allerdings nur, dass das nur zu 50% zählt. Die anderen 50% sind Wissen von der Materie Sportwetten. Und das ist, glaube ich, dass man die Quoten richtig einschätzen kann. Das ist genau das, was meiner Meinung nach dazu führt, dass viele Verlust machen, weil sie das eben nicht verstehen. Die denken, okay, ich habe Ahnung von der Bundesliga zum Beispiel, bin da totaler Profi, aber das bringt dann nichts, wenn du die Quoten nicht richtig einschätzen kannst. Okay, also wenn man jetzt zum Beispiel von der Bundesliga spricht und was weiß ich, da gibt es vielleicht ein Spiel Bayern München gegen Paderborn oder sowas, wo man ja davon ausgeht, wahrscheinlich wird Bayern gewinnen. Genau. So. Wenn jetzt Paderborn gewinnen würde, wäre natürlich die Quote entsprechend höher. Total. Weil natürlich die meisten auf Bayern gesetzt haben. Genau. Das heißt, würdest du jetzt eher empfehlen, dass man die Nummer sicher geht und Bayern tippt? Oder sollte man eher darauf setzen, dass vielleicht man auf Paderborn setzt, also aber im Zweifelsfall eben wahrscheinlich kein Geld bekommt, aber wenn man es bekommt, dann einen höheren Batzen Geld bekommt? Ja. Also ich selber spiele immer Wetten im Bereich 1,8, 2,0, wo du so eine circa 50% Wahrscheinlichkeit hast. Ja. Und das mache ich aus dem Grund, damit ich die Varianz gering halte. Varianz bedeutet, dass man nicht zu viele Wetten am Stück verliert, um das Kapital dann auch zu schonen. Und ich glaube, es macht weder das eine noch das andere Sinn, also auf Bayern zu setzen mit einer Quote von 1,1 zum Beispiel gegen Paderborn. Da ist mir das Risiko zu hoch für den möglichen Gewinn, den ich hätte. Aber auf Paderborn würde ich jetzt auch nicht wetten. Es sei denn, die Quote ist wirklich wahnsinnig hoch. Allerdings, ja. Ach so, okay. Also wenn eine gewisse Quote, denn das ist wie beim Jackpot beim Lotto sozusagen. Wenn man sagt, da ist jetzt besonders viel Geld zu holen, kann man es ja mal riskieren. Vielleicht. Genau, wenn die Quote wirklich höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass Paderborn gewinnt, dann macht es Sinn, diese Wette auch zu spielen. Allerdings in der Bundesliga ist es meiner Meinung nach auch grundsätzlich so, dass man da nicht wirklich Geld gewinnen kann. Also die Quoten sind da so genau, die Buchmacher kennen sich da besser aus als jeder andere. Du als Einzelner hast gar nicht die Möglichkeit, so viel Wissen zu haben, was die Buchmacher haben. Ich glaube, dass die viele Infos auch als erstes bekommen. Die sind ja große Sponsoren bei den Fußballclubs und ich denke, dass die halt viele, viele Infos als erstes bekommen und dementsprechend sind diese Infos auch in den Quoten eingepreist und das macht es im Prinzip für dich unmöglich, dort zu gewinnen. Und welche Sportarten sind rentabel bei Sportwetten? Auch Fußball. Ja. Allerdings, ich mache es so, dass wir in den unteren Ligen aktiv sind, also in der Regionalliga zum Beispiel, auch in der dritten Liga, in der Oberliga, weil sich die Buchmacher dort eben nicht so gut auskennen. Ja. Da schauen die auf die Tabelle. Gucken sich vielleicht die letzten Partien an. Die wissen aber nicht, ob jetzt da zwei, drei wichtige Spieler verletzt sind. In der Oberliga kommt es dann mal vor, dann hatte ein Spieler am Vortag Geburtstag, dann waren die da alle auf einer Feier, weil die nehmen das halt nicht ganz so ernst. Und wenn du Infos hast über diese Mannschaften, über diese Spieler, dann kannst du da gute Quoten erhalten. Ist so ein bisschen wie mit Aktien handeln eigentlich, ne? Wenn man das so hört. Ja, also ja, doch, es ist schon sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja. Genau. Also wenn du die Möglichkeit hast, ein paar Insider-Informationen zu haben, dann hast du auch gute Chancen, da was zu gewinnen. Ja. Interessant fand ich auch, du hast in einem Beitrag darauf hingewiesen, dass es natürlich auch immer falsch ist, sich von Emotionen leiten zu lassen. Ne? Total. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel beim Beispiel Bayern-Paderborn bleiben, man ist Bayern-Fan, wird man natürlich auch nicht auf Paderborn setzen, weil man wünscht sich ja, dass sie gewinnen. Ne? Genau, das ist eine große Problematik. Ja. Das heißt, da würdest du sagen, da lasst mal lieber die Finger davon, wenn es um euren eigenen Verein geht. Absolut. Ja, absolut. Man muss halt herausfinden, ob man sich von Emotionen steuern lässt. Allerdings ist das halt schwer herauszufinden, wenn du wirklich großer Fan von einem Verein bist. Also ich war früher mal sehr, sehr dem HSV verbunden. Ja. Aber inzwischen, also auch schon seit vielen Jahren, seitdem ich das halt professioneller mache, habe ich gesagt, nee, ich halte mich da lieber von fern. Also ich schaue mir das schon gerne noch an. Allerdings ist es nicht mehr so, dass ich sage, ich bin jetzt totaler HSV-Fan zum Beispiel.
Achso, du bist dann bei den Sportwetten geblieben, hast dich vom Verein stattdessen entfernt. Okay. Genau, genau. So also, kann man es ja auch machen. Dass ich das alles so ein bisschen neutraler einfach betrachten kann, ja. Ich lasse halt die HSV-Spiele, habe ich die komplett weggelassen, was ja auch manchmal besser war in den letzten Jahren. Ja, ich habe das schon gemerkt, wenn wir mal jetzt zu einer WM oder einer EM mal so ein Tippspiel gemacht haben, dass man so denkt, Deutschland Weltmeister wünscht man sich ja eigentlich schon. Man möchte ja nicht. Genau. Aber gut. Genau, ja. Aber da geht es natürlich nicht um Geld, das war natürlich nur just for fun. Ja, klar. Ja, genau. Du führst auch richtige Statistiken, ne? Das heißt, du bist da richtig jemand, der das Ganze auch sehr genau. Also wie viel Zeit investierst du am Tag für das Thema Sportwetten? Ist das wirklich wie ein richtiger Job? Ja. Also da geht auch schon der ganze Tag drauf. Also wir machen das zu zweit und ich kümmere mich halt hauptsächlich um den YouTube-Bereich. Mein Partner, der macht mehr auf jeden Fall was in die Sportwetten reingeht, also den Großteil sogar. Mhm. Vorher hatten wir das ganz gut aufgeteilt, aber durch YouTube und andere Dinge ist das für mich einfach nicht mehr möglich, das alles so mitzumachen. Mhm. Und dementsprechend haben wir da eine ganz gute Regelung gefunden, aber da geht schon wirklich viel, viel Zeit da drauf, ja. Und was interessant ist, du lebst eben nicht nur von den Gewinnen aus den Sportwetten, sondern du verkaufst auch Tipps. Genau. Wie sieht das aus? Was passiert da? Das ist so, dass ich eine Premium-Gruppe, nennt sich das, da habe ich meine Kunden und denen schicke ich einfach täglich oder nicht täglich, wir haben nicht jeden Tag einen Tipp, wir haben ca. 50 bis 60 Tipps pro Monat, aber hauptsächlich eben am Wochenende natürlich, weil da die meisten Spiele sind. Und dann bekommen die unsere Tipps zugeschickt mit einer Einsatzempfehlung, x% von dem Kapital. Und dann wetten die Kunden diese Spiele nach. Und am Ende des Monats kommt es in den meisten Fällen vor, dass wir dann ein Plus stehen haben. Mhm. Genau. Ja, aber man sollte doch nochmal an alle Leute jetzt sagen, die vielleicht denken, ach, das ist ja super, den Job möchte ich auch gern machen. Das ist mit hohen Risiken verbunden. Ja. Und man muss sich sehr, 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 sehr gut auskennen. Ja. Oder sollte man das nicht machen? Genau, also in meinen Videos, die ich drehe, ich weise auch immer wieder darauf hin, anders als viele andere, dass das wirklich eine ganz, ganz schwere Geschichte ist. Und da geht es ja auch ums Thema Sucht dann am Ende. Und man muss da wirklich aufpassen. Also viele teilen mit, dass es ja so leicht ist, damit reich zu werden. Und wenn man sowas sieht auf einer Internetseite oder bei YouTube, sollte man da sofort verschwinden, weil es ist einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, da schnell mit reich zu werden. Man muss ja auch mal klar machen, das sind alles kommerzielle Unternehmen und die wollen Gewinn machen. Genau so. Das heißt, die wollen natürlich auf der Gewinnerseite stehen, wie ins Casino gehen. Genau. Das Casino ist auch meistens der Gewinner und derjenige, der spielt. Das, das muss man sich klar machen. Ja, sicher. Ja, es ist echt wirklich interessant. Also Geduld ist also auch ganz wichtig. Also das heißt, das ist ja so eine Art Mischkalkulation. Du wirst wahrscheinlich Monate haben, wo es weniger Einnahmen gibt, dann wieder mehr. Genau. Hast du denn irgendwie einen Plan B, wenn es mal jetzt plötzlich mehrere Monate schlecht läuft? Kann ja theoretisch passieren. Das ist ja auch trotzdem ja auch Glück dabei. Das muss man ja trotzdem sagen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass aktuell haben wir eine sehr, sehr gute Phase. Wir sind jetzt, ich glaube, 14 Monate in Folge im Plus. Also wir haben jeden Monat der letzten 14 Monate im Plus beendet. Mhm. Das ist so auch in den letzten Jahren noch nicht vorgekommen. Also im Schnitt haben wir immer, so, ich würde mal sagen, 2 Minusmonate im Jahr. Die fallen allerdings relativ gering aus. Dass man sagt, okay, man macht jetzt hier vielleicht mal 5% Minus. Mhm. Du hast aber im Schnitt aufs Jahr gesehen ungefähr 15% Plus pro Monat. Und wir sind an einem Punkt, wo man, also das Einzige, was uns, glaube ich, passieren könnte, ist, dass die Buchmacher irgendwann sagen, okay, wir bieten eure Ligen gar nicht mehr an. Dass sie sagen, wir nehmen die Oberliga komplett raus, wir nehmen die Regionalliga komplett raus. Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass das passieren wird. Mhm. Wenn das jedoch passieren sollte, dann haben wir ein Problem auf jeden Fall. Allerdings, ansonsten würde ich sagen, dass das auf jeden Fall die nächsten Jahre noch so weitergehen wird, ja. Es gibt ja auch Menschen, die wahrscheinlich da auch schon Haus und Hof verspielt haben, sozusagen. Mhm. Also die es völlig falsch angegangen sind. Ja. Stichwort Spielsucht wahrscheinlich auch. Das gibt es bei Casinos, bei Roulette oder so und wahrscheinlich auch im Bereich Sportwetten. Worauf sollte man da achten? Also was sind Anzeichen für eine Sucht? Würdest du selbst sagen, du bist süchtig? Oder könntest du jederzeit sagen, ich könnte jetzt auch wieder meinen gelernten Job zurück oder so? Ja, also süchtig würde ich sagen, will ich absolut nicht. Ich habe das auch mal in der Anfangszeit vor allem habe ich das auch mal getestet, dass ich mal gesagt habe, also ich bin ja der Meinung, wenn man süchtig ist, dann muss man jeden Tag eine Wette abschließen oder jede Woche oder ich weiß nicht, jedes Wochenende zumindest. Mhm. Und ich habe das dann auch immer wieder über die Jahre mal getestet, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal einen Monat Pause zum Beispiel. Und das ist überhaupt gar kein Problem gewesen. Am Anfang war es sicherlich, wo ich auch mit der ganzen Sache angefangen habe, wo ich meine ersten Wetten platziert habe und gesehen habe, ach, das macht ja total Spaß. Ich habe da natürlich auch mein Geld verloren, wie jeder andere. Am Anfang verliert jeder einfach Geld. Mhm.
Und da ist mir dann schon aufgefallen, okay, das macht Spaß, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber nee, würde ich absolut nicht sagen, dass ich süchtig bin. Ich könnte, meiner Meinung nach, könnte ich jederzeit eine Pause einlegen. Und was sind Anzeichen für Sucht? Ja, dass man eben sagt, okay, ich muss jetzt wirklich zu jedem Bundesligaspieltag eine Wette laufen haben. Ja. Im besten Fall noch auf die Lieblingsmannschaft dann. Ja. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende 100 Euro verloren, die muss ich jetzt aber schnell wieder reinbekommen. Ich glaube, wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, diese 100 Euro, die ich verloren habe, die muss ich jetzt ganz schnell wieder gewinnen, dann kommst du einfach in so eine Spirale rein und wenn du da erstmal drin bist, dann ist es wirklich schwer, da rauszukommen. Ich glaube, das ist ein großes Anzeichen. Auf der anderen Seite auch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine große Wette gewonnen, vielleicht eine Kombi-Wette oder so, was ja viele Leute machen. Meiner Meinung nach ist das sinnlos. Wenn man so eine Kombi-Wette gewonnen hat, einen großen Gewinn hat von 1.000, 2.000 Euro und dann am nächsten Tag direkt wieder losgeht und vielleicht von diesen 2.000 Euro direkt wieder 1.000 Euro verspielt hat, dann... Oder so verrückt ist, Schulden zu machen, um den Einsatz zu bezahlen. Ja, das war natürlich auch sehr fatal. Auf jeden Fall. Oder wenn du morgen deine Miete bezahlst und dann weißt du aber nicht mehr, du gehst jetzt heute in eine Wettbude und verzockst da deine Miete zum Beispiel. Also wenn das so weit geht... Dann also wichtige Regel vielleicht, man sollte nur Geld einsetzen, was man über hat. Absolut, ne? Absolut. Ja, genau. Ja, Kombi-Wette kannst du noch mal kurz erklären. Gibt es ja im Lotto und so weiter auch. Da gibt es höhere Gewinnversprechen, aber das Risiko ist auch höher. Genau, also du kannst zum Beispiel eine Kombi-Wette jetzt zum Beispiel in der Bundesliga machen. Da sagst du, Bayern gewinnt, Dortmund gewinnt, Leverkusen gewinnt und Leipzig gewinnt. Mhm. Die müssen alle gewinnen. Die Quoten von den einzelnen Mannschaften werden multipliziert. Ah, ja. Demnach sind dann die Gewinne auf jeden Fall höher. Mhm. Dann hast du zum Beispiel mal eine Quote von 8. Setzt 100 Euro, kannst du 800 Euro gewinnen. Mhm. Allerdings müssen auch alle diese 4 Mannschaften gewinnen. Und ja, in den meisten Fällen ist es halt so, dass mindestens eine Mannschaft von diesem Tippschein mal nicht gewinnt. Und dann hat man eben den kompletten Einsatz verloren. Auch wenn 3 Mannschaften gewinnen und eine verliert. Ach so, dann ist gar nichts. Genau, genau. Ja. Und das ist Zocken im Endeffekt. Ja. Ja, spannendes Thema. Also wie gesagt, wer da das machen will, klein anfangen, nur Geld, was man sowieso über hat und vor allem seriöse Anbieter. Genau. Sich suchen und keine unseriösen. Genau. OneXBet haben wir jetzt schon genannt. Mhm. Wo hast du noch schlechte Erfahrungen gemacht? Wo war es besonders krass vielleicht? Krass war das wirklich bei OneXBet und bei einem Partnerunternehmen von OneXBet, die nennen sich 22Bet. Mhm. Da ist mir genau das Gleiche passiert. Also da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Wetten gespielt und dann haben die mir die wollten mir meine Einzahlung dann zurückerstatten. Mhm. Meine Gewinne nicht, aber die Einzahlung aber selbst, das habe ich nie gesehen. Und ja, die hängen mit OneXBet zusammen. Und jetzt ganz kürzlich, wirklich, das ist ein paar Tage her, gab es einen Beitrag in einem Forum über 18Bet, also 1-8-Bet. Mhm. Und, klingt ja alles sehr ähnlich, ne? Ja. Und da sieht es so aus, dass die auch in Richtung Pleite gehen. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Gefahr, dass man einfach bei Buchmachern ist, die dann pleite gehen und man das Geld nicht wieder sieht. Und die sind jetzt so vorgegangen, also das ist totaler Wahnsinn, die haben Fake-Wetten in den Accounts der Spieler platziert. Das heißt, die haben einfach gesagt, hier, du hast eine Wette, zum Beispiel, der hatte 1.000 Euro auf dem Konto. Ja. Und angeblich hat er eine Wette über 500 Euro gespielt auf, ich weiß nicht, was für eine Südamerika-Liga oder irgendwie sowas. Ja. Und diese Wette wurde dann verloren. Er hat diese Wette aber niemals platziert. Und das habe ich jetzt von vielen anderen in den letzten Tagen gehört, dass das bei denen genauso passiert ist. Und das ist ja, also wirklich, fernab von Gut und Böse. Ja, das ist wohl wahr, ja. Also, Augen auf bei Sportwetten. Definitiv. Das ist ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Also, dein YouTube-Kanal heißt Quotenwilli Sportwetten. Genau. Du gibst dort viele Tipps und lässt die Leute teilhaben an deinen Strategien. Ja. Und es ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke auch. Und alles Gute. Danke. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.